Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mich mal wieder hingesetzt und für dich die besten 5 Drohnen unter 500 Euro rausgesucht. 5 sehr leistungsfähige Kameradrohnen von den besten Drohnenherstellern auf dem Markt. Alle Drohnen findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt und am Ende des Videos habe ich noch eine Vergleichsübersicht, um dir einen guten Überblick zu verschaffen. Bleib also dran. Fangen wir direkt an mit der DJI Spark Mini Drohne. Hier hast du eine Kamera für kinoreife 1080 Pixel Videos mit 30 Bildern die Sekunde und 12 Megapixel Fotos. Dank der Gimbal und Ultra Smooth Technologie sind die Aufnahmen butterweich, stabil und stark von Erschütterung reduziert. Befestige einfach dein Smartphone an die Fernbedienung und dann hast du eine Live-Video-Übertragung und das mit einer Reichweite von bis zu 2 Kilometer. Mit Tapfly kannst du einfach auf dein Display drücken und entscheiden, wo die Drohne hinfliegen soll. Mit der Active Track Funktion wählst du dich selber zum Beispiel beim Laufen aus und die Drohne passt sich dann deiner Geschwindigkeit an. Aber auch andere Objekte kannst du damit zuverlässig verfolgen. Du kannst der Drohne hier zum Beispiel Gesten zeigen und dadurch ein Foto von dir schießen lassen. Es gibt hier die automatische Rückkehrfunktion per Knopfdruck oder auch wenn der Akkuzustand sehr niedrig ist. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen, dass die Drohne einfach abstürzt und dann irgendwo in ein See fällt oder im Baum stecken bleibt. Die DJI Spark Drohne gibt es in den Farben Weiß, Rot, Grün, Gelb und Blau und sie liegt preislich bei 473 Euro. Kommen wir nun als nächstes zur Parrot Bebop Drohne. Diese liefert dir auch 1080 Pixel Videos mit 30 Bildern die Sekunde. Die Kamera ist mit einer vollständig digitalen Bildstabilisierungstechnologie ausgerüstet, was hier für sehr weiche und flüssige Aufnahmen sorgt. Und sie ist spritzwasserfest und gegen Staub geschützt. Wenn es also einmal ein bisschen auf die Drohne regnet, ist das natürlich kein Problem. Eine sehr gute und empfehlenswerte Drohne. Die Parrot Bebop Drohne gibt es in den Farben Blau, Gelb, Rot und sie liegt preislich aktuell mit dem Sky Controller zusammen bei 299 Euro. Als nächstes haben wir die Unique Mantis Q Drohne. Hier hast du eine 2-Achsen stabilisierte 4K Kamera, welche dir atemberaubende Aufnahmen liefert. Die Drohne hat aber auch eine Flugzeit von bis zu 33 Minuten und eine Maximalgeschwindigkeit von bis zu 72 km/h. Du bekommst hier auch eine Fernsteuerung mit einer Smartphone-Halterung, auf der du deinen Flug live sehen kannst und steuern kannst. Und das Ganze mit einer Steuerdistanz von bis zu 800 Metern. Da die Drohne klappbar ist, lässt sie sich auch bestens verstauen. Inklusive ist ja auch eine Tasche für die Drohne und das ganze Zubehör. Die Drohne lässt sich ganz intuitiv und einfach steuern. Die Unique Mantis Q Drohne liegt preislich bei 469 Euro. Kommen wir nun zur vorletzten der besten Drohne unter 500 Euro und zwar der Parrot Bebop 2. Diese hat eine Controller-Reichweite von bis zu 2 Kilometer, wiegt unter 500 Gramm und hat eine 25-minütige Akkulaufzeit. Die Parrot Bebop 2 liefert mit der 14-Megapixel-Kamera Full HD 1080 Pixel Videos und verfügt über eine 3-Achsen-Stabilisierung, um nochmal Verwackelung zu reduzieren und die Aufnahmen fließender zu machen. Du schaust hier mit den bequemen Parrot Cockpit Glasses aus der Perspektive der Drohne und kontrollierst sie mit dem Parrot Sky Controller. Und die Drohne hat neben dem Follow Me Modus noch viele weitere Funktionen. Die Parrot Bebop 2 liegt preislich bei 329 Euro und ist absolut empfehlenswert. Als letztes haben wir die Hubsan H501S X4 Drohne. Diese kostet 219 Euro, hat eine 1080 Pixel Full HD Kamera und viele interessante Modi. Zum Beispiel das Schweben auf einer Höhe, den Orbit Modus, womit die Drohne über dir kreisen wird, den Follow Me Modus, One Key Return, bei dem die Drohne per Tastendruck von alleine zurückkommt und noch weitere Funktionen. Die Drohne hat eine Flugzeit von bis zu 20 Minuten, eine 300 Meter weite Verbindung und eine maximale Fluggeschwindigkeit von 20 Meter die Sekunde. Die Hubsan H501S X4 liegt preislich bei 219 Euro und ist in Schwarzgold und Weißgold erhältlich. Und hier hast du jetzt noch die Vergleichsübersicht der besten Drohnen unter 500 Euro.
Wenn ich dir weiterhelfen konnte, like das Video, abonniere den Kanal und lass mir einen Kommentar da. Welche Drohne hat dich persönlich am meisten überzeugt? Auf diesem Kanal gibt es regelmäßig Vorstellungen zu den beliebtesten Tech-Produkten. Es lohnt sich also immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Dann bis zum nächsten Video. Ciao!